Hallo ihr Lieben! Auch in dieser Woche gehen die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern unter anderem deshalb auf die Straße, weil die Corona-Maßnahmen immer noch nicht aufgehoben wurden. Heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie wir alle die Welt ein Stückchen besser machen können. Wie heißt das so schön? Der mächtigste Stimmzettel ist dein Einkaufszettel. Wenn wir nicht wollen, dass Großkonzerne immer mächtiger werden, dann sollten wir auch Alternativen nutzen und unterstützen. Wenn möglich, nutzen wir unseren eigenen Garten, um Kartoffeln, Tomaten und so weiter selbst anzupflanzen. Oder wir unterstützen den Bauern vor Ort, der auf seinem Hof seine Waren anbietet. Hier sind weitere ganz einfache Tipps in Schnelldurchlauf. Produzieren wir weniger Müll und sparen Ressourcen, indem wir gebrauchte Waren wiederverwerten. Indem wir zum Beispiel bei einem An- und Verkaufsladen einkaufen oder eBay Kleinanzeigen nutzen. Nutzen wir für jeden Einkauf einen Stoffbeutel statt einer Plastiktüte. Und hier noch eine tolle Idee. Wenn ihr Früchte esst, dann schmeißt die Kerne nicht weg, sondern werft sie in der Natur aus. Stellt euch vor, dass in vielen Ecken eurer Umgebung Obstbäume stehen. Dann wären wir alle wieder ein Stück unabhängiger von den Konzernen. Nutzt Tauschringe, in der Waren und Fähigkeiten getauscht werden. Wenn ihr noch weitere Weltverbesserungstipps habt, dann schreibt es bitte in den Kommentaren. Und nun kommt der beste und wichtigste Tipp, wie ihr die Welt verbessert. Geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung auf die Straße. Kommt auf die Straßen, die Wege und Gassen als Heimat. Es ist Zeit, die Menschenrechte sind verletzt, das Grundgesetz ist ausgesetzt. Probiert euch und macht da nicht mehr mit. Kommt auf die Straßen, die Wege und Gassen als Heimat. Es ist Zeit. Menschenrechte sind verletzt, das Grundgesetz ist ausgesetzt. Probiert euch und macht ja nicht mehr mit. Kommt auf die Straßen, die Wege und Gassen als Einheit. Es ist Zeit. Die Menschenrechte sind verletzt, das Grundgesetz ist ausgesetzt. Probiert euch und macht ja nicht mehr mit. Hallo Mecklenburg-Vorpommern. Sagen wir klar Ja zur Einhaltung des Nürnberger Kodex. Mit 3 Autokursus, mit einer großen Demo, mit einem großen Aufzug. Lasst uns gemeinsam ein friedvoll kraftvolles Zeichen setzen und Kraft für den kommenden Herbst tanken. Wir sehen uns alle am 20.08. in Rostock.